Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Björn Klintfurt, bin 30 Jahre alt und komme aus Hamburg und arbeite bei der Daimler AG. Aber die lasse ich mal heute außen vor, weil es um das Marathon geht und um die Qatar to Run. Anfangen möchte ich im Ende Februar 2015 in meiner Komfortzone. Aber sicherlich kennt jeder von Ihnen auch Situationen, da ist man eigentlich in seiner Angstzone. In der wäre ich eigentlich auch gewesen, wenn es nicht gewisse Angsthemmer geben würde oder Synapsenkiller geben würde. Ich will sie mal einmal kurz zeigen. Es gibt Schnapsideen und so bin ich auch zu meinem Marathon gekommen. Ich sagte spontan zu und hatte dann Zeit, noch 5 Wochen mich auf den Marathon vorzubereiten. Ja, fing an, irgendwas zu machen, Try and Error, und lief den Marathon dann in 3 Stunden 17 und 47 Sekunden. Ja, vielen Dank. Fand ich auch nicht schlecht. Jedoch machte ich noch eine andere Erfahrung, die ich Ihnen auch mit Ihnen teilen möchte. Das ist die hier. ich kann mich noch genau an jede einzelne Stufe in der U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station erinnern. Zog er meine Schlüsse heraus und sagte, oh, mir fehlte eine Trainingsmethode und die gewisse Vorbereitungszeit. Ich möchte es jetzt nicht abbrechen, weil das Gesicht am Ende, genau das meine ich, das hatte ich auch. als der erste Schmerz verflogen war, dachte ich, okay, ich kann Marathon laufen und meldete mich sofort für den nächsten Marathon 2016 an in Hamburg. Bei der Arbeit lernte ich dann Qatar kennen und fing dann an, mich mit der Qatar darauf vorzubereiten und dachte, wie kann ich eigentlich weitermachen? Dann stand mein nächstes Ziel, 3 Stunden. Wenig später entstand meine erste Erfolgsformel. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Formatierung. 42,105 Kilometer in 3 Stunden ist gleich Ausdauer mal Geschwindigkeit. Kurz darauf entwickelte ich mein erstes T-Modell, was ich Ihnen einmal kurz vorstellen möchte. Ja, mein aktueller Ist-Zustand, April 2015, ich laufe meinen Hamburg-Marathon und komme ins Ziel. Meine Gesamtzeit war 3 Stunden und 17 Minuten und mein körperliches Befinden war nicht so gut, wie Sie im Video gesehen haben. Meine Ist-Prozesskennzahlen sind die Sauerstoffaufnahme. Das ist eine Sauerstoffaufnahme unter Belastung, ist ein Wert, der tut eigentlich nicht zur Not, sondern ist einfach bei der Höhe 53. Und meine Herzfrequenz war sehr hoch bei 196, also ich war an meinem Limit angekommen. Meine Geschwindigkeit war 4 Minuten 41 pro Kilometer und meine Kraftausdauer habe ich bewertet mit der Stufe 2 von 6. Um auf meinen Zielzustand zu kommen für den April 2016, ich laufe den Hamburg-Marathon 42,105 Kilometer und komme mit einer Zielzeit von 3 Stunden ins Ziel. Zusätzlich geht es mir im Anschluss dann gut. Das war mein oberstes Ziel eigentlich auch. Gesamtzeit 3 Stunden, körperliches Befinden gut, Ist-Prozesskennzahlen, Sauerstoffaufnahme 60, weil das war ein Wert, den ich öfter mal gelesen habe, beziehungsweise ist der Wert auf meiner Uhr, also der Endwert auf meiner Uhr, der erreichbar ist. Heute weiß ich, es geht noch höher. Und körperliches Befinden ist gut. Ist-Prozesskennzahlen, hatte ich schon gesagt, Geschwindigkeit 4,16 Minuten pro Kilometer und Kraftausdauer von einem Wert von 6 von 6. Ich möchte keinen Ausblick geben auf meine Cutterwand bei mir zu Hause. Es ist an meiner Haustür angebracht, an der Haustür gehe ich hier täglich vorbei und erkenne meine Prozesskennzahlen, was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich mir vorgenommen, um mich dann noch zu erinnern, was möchte ich eigentlich tun. Das hat nämlich viel mit Disziplin zu tun. Ich habe gemerkt, ich kann mir Trainingspläne ausdrucken, die helfen aber nicht viel, weil ich das nicht selbst für mich entwickelt habe. Das aber ist was gewesen, was ich für mich selber gemacht habe. Auf die Wand möchte ich jetzt ein bisschen eingehen und deswegen nochmal meine Gesamtzielzeit von 898 Minuten in meinem ersten Jahr beim Marathon. Ja, meine erste Vermutung war, ich habe zu wenig Sauerstoffaufnahme. Ich muss irgendwie was tun, damit ich noch leistungsfähiger werde. Und ich entschied mich, 2-mal die Woche Intervallläufe zu machen. Hier rechts sehen Sie einmal meine Vorgehensweise bzw. meine Cutter, Try and Error, was möchte ich eigentlich tun, wie möchte ich mich eigentlich weiterentwickeln und was möchte ich eigentlich einsteuern und was habe ich eigentlich gelernt. Gelernt habe ich, dass ich durch das 2-malige Intervalltraining in einer Woche meinen Wert für die Sauerstoffaufnahme deutlich steigern kann.
und entschied mich dann, dieses Training der Intervalle beizubehalten. Weiter kam ich dann zu meinem Fokus durchschnittliche Herzfrequenz. Ja, meine Herzfrequenz, wie ich gesehen habe, war sehr hoch, beziehungsweise am Limit eigentlich angekommen, und ich sagte mir, oh, da muss ich auch was tun, und sagte, okay, ich steuere lange Läufe über 25 Kilometer einmal die Woche am Wochenende ein. Das war wiederum mit Erfolg gekrönt, hört sich jetzt sehr gut an, aber es war sehr harte Arbeit und sehr viel Disziplin notwendig. Wie Sie auch erkennen können, meine Sauerstoffaufnahme unter Belastung litt nicht darunter, und ich entschied mich, okay, ich kann einen neuen Fokus angehen. Der Fokus war noch die Geschwindigkeit. Ich fühlte mich noch viel zu langsam, und meine Zahlen, die ich am Training gewonnen hatte über die langen Läufe, sagten das auch. Wie Sie hier sehen können, war ich noch deutlich zu langsam. Deswegen entschied ich mich, oh, ich bin nicht kräftig genug. Und entschied mich, mich bei einem Fitnessstudio anzumelden und Kraft- und Stabilisationsübungen zu machen. Wie Sie sehen, war das auch mit Erfolg gekrönt. Ich lernte noch andere Trainingsmethoden kennen, die ich dann auch in dem Fitnessstudio ansteuerte, und konnte meine Werte durchgehend steigern. Ein weiterer Fokus war, ich fühlte mich irgendwie zu steif, und ich erkannte das auch in meiner Auswertung auf meiner Uhr. Die sagte mir, meine Schrittlänge sei zu kurz. Ich möchte keinen Ausblick geben, wo ich gestartet bin. Ich bin 1,10 Meter Schrittlänge gestartet und entschied mich dann, ja, eigentlich muss ich den Übungen nach jedem Training machen, und ich muss mich eigentlich auch beim Yoga anmelden und sagen, ich muss geschmeidiger werden. Ja, die Yoga-Übungen und das tägliche Dehnen waren erfolgreich, und ich konnte sehen, dass meine Schrittlänge, irgendwie geht der Laser nicht mehr, ich konnte sehen, dass meine Schrittlänge sich verlängerte. Mein nächster Fokus war eigentlich, ja, jetzt trainierte ich mittlerweile 6-mal die Woche, und mein nächster Fokus war, irgendwie war mein Akku leer. Ich musste irgendwie was tun, und ich merkte, irgendwie habe ich nicht genug Energie. Ein guter Freund von mir erzählte mir, dass es sehr viel mit Ernährung zu tun hat, und ich entschied mich, einen Ernährungsplan mit ihm zusammen aufzustellen und mich strikt an diesen Ernährungsplan zu halten. Man kann erkennen, es ist ein Auf und Ab gewesen, ich konnte mich nicht immer gut in diese Ernährungsgewohnheiten gewöhnen bzw. mich daran halten, aber ich versuchte es so gut wie möglich einzusteuern. Und man konnte sehen, dass ich die Woche vor dem Marathon hatte ich frei. Ich konnte mich ja gut auf diesen Marathon vorbereiten, auch was die Ernährung angeht. Und konnte mein Level deutlich steigern. Ja, ich würde sagen, die Katte hat mich zum Laufen gebracht mit einer Zielzeit von 3:02:59, nicht ganz im Ziel. Aber meine Uhr sagt mir für nächstes Jahr eigentlich schon was anderes, nämlich eine Zielzeit von 2:43. Dem glaube ich noch nicht ganz so, aber meine Erkenntnisse und mit der Katha fest im Griff weiß ich, ich kann noch meine Zielformel anpassen. Das ist 42,195 Kilometer. Ausdauer mal Geschwindigkeit mal Ernährung mal Wille. Und der Wille, der kommt ungefähr bei 32 bis 35 Kilometer. Mal kommt er, mal kommt er nicht. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was man dagegen noch machen kann, weiß ich noch nicht, aber das möchte ich gerne lernen. Hier nochmal mein T-Mobile zum Schluss, das ist der Ist-Zustand. Ich laufe den Hamburg-Marathon in 3 Stunden und fühlte mich sehr gut dabei. Meine Prozesskennzahlen, 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme unter Belastung, Herzfrequenz 168, meine Geschwindigkeit war 4:17, meine Kraftausdauer 5/6, meine Schrittlänge 1,34 m, mein Energielevel 5/6 und mein Wille war ich bei 1, weil der kann da sein oder nicht. mein Zielzustand für den nächsten April, für den nächsten Marathon ist, dass ich den Marathon in 2:43 laufe, ein körperliches Befinden wieder von gut habe, ich möchte die Treppen nicht nochmal haben, und meine Sauerstoffaufnahme von 60 ist, jetzt weiß ich mittlerweile, dass der Wert auch noch höher geht, er geht auch bis 70 höher und auf 80 hoch, und eine Herzfrequenz von durchschnittlich 170 habe oder halten möchte. Also die Herzfrequenz 168, das weiß ich auch nicht, was da an dem Tag los war. Den Wert habe ich noch nie wieder geschafft. Aber deswegen möchte ich die 170 so anpeilen. Eine Geschwindigkeit muss ich einhalten von 3:53 pro Kilometer. Ich kann Ihnen sagen, 21 Kilometer schaffe ich schon, aber danach wird es echt hart. Kraftausdauer soll 6/6 sein und die Schrittlänge 1,42 m. Energielevel Stufe 6/6. Und der Wille muss natürlich da sein, um das Ziel zu erreichen. Damit möchte ich mich bedanken bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir haben noch gut Zeit, 20 Minuten, wenn Sie Fragen haben an die Herrschaften. Wir können gleich loslegen. Bitte der Adressat und dann Ihre Frage. Ich glaube, das Mikro kommt hier, das behalte ich bei mir. Genau. Sehr schön, ja, bitte. Ja, hallo, Tim Heppenheimer, mein Name von der Lufthansa Technik AG. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Schilgenbauer. Und zwar, Sie hatten gesagt, dass Sie aufgrund der Cutter-Systematik Ihre Regeltermine reduziert, teilweise sogar eliminiert haben. Können Sie noch mal vielleicht erklären, was Sie vorher für Regeltermine hatten, was da die Inhalte waren und wie Sie vielleicht mit Inhalten umgegangen sind, die jetzt in diesem typischen Cutter-Gespräch vielleicht gar nicht beinhaltet sind? Also ich sehe das bei uns in der Organisation, dass wir ganz viele Meetings haben. Unser Management ist, gibt zusätzliche Qualitätsrunden, zusätzliche Budgetrunden etc., Projektreviews. Wie gehen Sie mit diesen Themen um? Also genau die Themen, ich denke, das Mikrofon geht, ja. Genau die Themen hatten wir dann auch versucht natürlich abzuschalten. Das Klassische, was Ihnen relativ leicht gelingt, dass Sie mit Ihren direkten Vorgesetzten das relativ zeitnah reduzieren können. Da war immer typisch alle Woche eine Stunde ein Regelmeeting. Dann haben Sie auch über diese Themen von der Logistik gesprochen, Qualität oder über den Bereich vom OEE. Sodass Sie dann sagen, Achtung, was ist dein Schritt, dein nächstes Ziel am Monatsende? Dann haben Sie aber immer, haben wir schnell gemerkt, man redet dann immer über das Monatsende. Der Monat läuft und ich habe die aktuellen Tageszahlen nicht im Fokus. Und am Monatsende bin ich dann überrascht, oh, ich habe ja 3 Bestandstage zu viel. Was erzähle ich beim nächsten Management-Meeting, wo ich dann für eine Stunde berichten muss? Also das war der Anschluss dann auch zu sagen, Achtung, die Stundentermine kann ich wegnehmen. Ich werde sogar noch besser, weil ich das tägliche Jahr habe. Und das konnte ich bei meinen direkten Leuten relativ schnell reduzieren. Also nach circa 2 Monate war das weg. Was ich trotzdem noch habe, die Berichte, die ich an mein Management weitergebe, die habe ich nach wie vor. Da sind Sie locker, wie Sie auch, immer eine Stunde irgendwo gebunden. Und wie so oft, was sind denn 60 Minuten effektiv? 15 Minuten. Aber das, was Sie machen können, Ihre Leute, das können Sie schnell ändern. Das andere dauert. Die müssen Sie erst davon überzeugen. Und haben Sie auch die anderen Meetings, sagen wir mal, ein bisschen der Cutter-Struktur angelehnt? Also ich sag mal, es gibt ja oft auch Meetings, wo Sie vielleicht mit anderen Werksleitern noch zusammensetzen und dem Vorstand oder Ihrem Vorgesetzten. Haben Sie sich da auch irgendwie darauf einigen können, einer klareren Struktur die Meetings abzuhalten? Dort erleben Sie oft, wenn Sie außerhalb der Cutter-Welt sind, dass Sie in das andere wieder zurückfallen. Diskussionen, das geht alles, ne? Das haben wir schon probiert und. Und da brauchen Sie immer ab und zu mal so einen Lichtblick, wo man sagt, so, was ist unser nächstes Hindernis und was ist unser nächster Schritt? Und das lernen Sie aus der Cutter raus und das dauert so etwas. Sobald Sie sich in Ihrem Umfeld mit Cutter bewegen, ist das ganz klar, was Sie fragen und sagen. Nur wenn Sie in dem anderen Bereich dann wieder sind, verfallen Sie oft in die alte Struktur, muss man schon so sagen. Aber der ein oder andere Ansatz gibt es, weil Sie einfach die Erfahrung haben. Der andere, der Ihnen dann zuhört und sagt, was will dann der da jetzt mit dem nächsten Hindernis, dem nächsten Schritt? Also da müssen Sie ein bisschen Überzeugung leisten und haben beim ersten Mal schon einen vor sich, gesagt, was haben die mit dem gemacht? Die Gehirnwäsche war irgendwann nur gefallen auch vor denen. Also das erleben Sie auch. Aber Sie erleben auch, hey, der fragt ja Sachen. Hey, der will nicht irgendwie Larifari haben, sondern der will genau das wissen, was da los ist. Und nur das eine, nicht 20 Sachen, sondern nur das eine. Also das erleben Sie auch. Aber die anderen Bereiche außerhalb von Cutter haben dasselbe Problem. Mhm. Dankeschön. Weitere Fragen bitte. Da hinten ist noch jemand. Hebt die Hand. Dankeschön. Hallo, Andreas Michalski hier von der Siemens AG. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Stiegenbauer, aber auch an Herrn Berlinicke. Es war die Rede von der Gratwanderung, Produktivität, tägliche Aufgaben. Wie haben Sie für sich das Ziel gefunden, wie lange Sie über Verbesserungsthemen sprechen wollen, wissentlich auch die Werker von der produktiven Arbeit wegzunehmen? Würde mich interessieren. Was ist die Frage genau? Die Entscheidung, Handschuhe oder Mitarbeiter freizuschaufeln? Oder? Mich interessiert im Endeffekt, wie haben Sie für sich den Zustand gewählt? Das ist die Zeit, die ich brauche, um eigentlich Verbesserungen möglich zu machen. Gut, also der Anfang ist mittlerweile bei uns ein paar Jahre her, aber wir haben damals gesagt, wir setzen den Mitarbeiter, das war ganz, ich sag mal, organisch. Wir hatten vorher in der Produktionszelle 5 Leute und dann wurden wir effizienter, dann braucht man nur noch 4 und dann haben wir einen wirklich genommen für frei für Verbesserungsaktivitäten.
und das ist gewachsen. Und dann haben sich daraus irgendwann in einer natürlichen Weise neue Arbeitsaufgaben für die Handschuss und Verbesserer ergeben. Aber wir haben gesagt, der allererste Fokus ist Verbesserung. Und in der Firma, in jeder Firma, da würde ich fast drauf wetten, steile Hypothese, aber ich würde fast drauf wetten, gibt es so viel zu tun, geben Sie den Mitarbeitern erstmal Luft für Verbesserung. Wenn Sie anfangen und sagen, machen Sie am Anfang nur eine halbe Stunde, das verwässert. Sie müssen den Leuten am Anfang ein Stück weit viel Zeit einräumen, damit man auch verbessern, lernen, damit man das einfach ein Stück weit selbst erlernt. Bei uns ist es so, dass wir für die Leute, für die Teamsprecher die Vorgabe gemacht haben, also wir haben ja damit jetzt erst begonnen, 10 Minuten Coaching zu machen, von den 8 Stunden und 50 Minuten eine direkte Prozessverbesserung. Das ist so die Kennzahl, die wir jetzt den Leuten so als Rahmen einfach mal geben. Martina Jutmann, Continental, ich hätte eine Frage an den Herrn Berlinke. Ja, sorry. Und zwar, für mich wirkt es ja Ihre Kaskade, dass das wirklich diesen ganzen Bereich einschließt. Und also ist beeindruckend und wir haben das bei uns auch schon diskutiert. Wir sind dann wieder zurückgetreten, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht alle wirklich sauber trainiert in diesem Kata-Vorgehensweise. Wie ist das bei Ihnen? Sind die alle trainiert in der Kata-Vorgehensweise oder haben Sie einfach gesagt, jetzt fangen wir an und machen wir es und die lernen es by doing? Mittlerweile sind sie alle trainiert, aber als wir angefangen haben, waren die Coaches auf der Abteilungsleiterebene nicht alle trainiert. Da war ich dann der Trainer, der Coach und war mit vor Ort und habe unterstützt. Und wenn es Hilfe bedarf und der fragende Blick kam, dann musste ich da sein. Also in allen Ebenen? Ja, in den Ebenen, ja. Das kostet dann am Anfang Zeit. Da muss man ein Stück weit sein operatives Geschäft ein Stück weit zur Seite räumen und was sagen, das hat mir die Wertigkeit, ja. Mhm. Ich darf die Leute nicht allein lassen. Mhm. Wenn ich die Leute allein lasse und schicke sie mit 5 Fragen auf die Reise, das kann für mächtig Stimmung im Haus sorgen. Also das braucht man nicht zwingend, nein. Das würde ich aber einschätzen, dass das wahrscheinlich da nochmal ein Fulltime-Job war. Annähernd. Das war am Anfang ein Fulltime-Job, wobei man sagen muss, wir haben das Thema Coaching ja in den Jahren 2013, 2014, 2015 schon extrem gelebt, nur die Kaskade haben wir noch nicht gekannt. Das heißt, die Coaching-Grundkompetenz war schon vorhanden. Ja, aber auch da, ich kann nicht jemanden, der Coaching-Fragen stellt, alleine loslaufen lassen, das geht nicht. Also aus meiner Meinung, du magst gerne eine andere Meinung geben, aber aus unserer Sicht ist es durchaus hilfreich, dass man sich ein Stück weit da kennenlernt. Okay, danke. Wenn ich was dazu sagen darf, es gab vor 2 Jahren einen Vortrag von der Firma Phoenix Contact. Das Video können Sie im Internet anschauen von Herrn Blöger. Und er war einer der ersten bei der Firma Phoenix Contact, damals sehr intensiv Experiment, radikal Prozess, Projektmanagement gemacht mit Phoenix Contact. Und er hat dann mit den Gruppencoachings, mit diesen Gruppencoachings, die einmal täglichen Peripheriebereiche hinzugeholt, die keine Ahnung über Coaching hatten. Aber die haben immer wieder, weil sie dabei gewesen sind, kamen sie einfach durch Nachahmung rein. Also wenn sie eine gewisse Kernmasse haben, erfahrungsgemäß ist sogar das möglich, ja? Dass dann einfach Leute einfach auf den Zug aufspringen. Ja. Das fast ohne Training, einfach durch Nachahmung. Ja. Aber es muss eine Kernmasse, glaube ich, da sein. Wenn das für Sie von Interesse ist, also wir überlegen, eine Art Katertag irgendwann mal bei uns im Haus zu machen, in einem ganz kleinen Rahmen, und dann kann man sich sowas mal anschauen. Da sind wir ganz in den Kindern schon und überlegen uns das. Für den, der interessiert ist, zu gucken, wie das funktioniert mit der Kaskade, dass man sich das dann einfach mal anschaut. Aber ja, das könnte kommen. Ja, das wird kommen. Ich komme gerne. Ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Es kommen ungefähr 500 Leute morgen. Ja. Ist okay, aber Sie dann wir auch. Wir organisieren, ne? Die Busse. Alles klar.